Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit dem Bilal unterwegs und der Bilal steht so ein bisschen auf dieses Urban Street Ding. Habe ich noch nie gemacht, habe ich ehrlich gesagt auch keine Affinität zu, aber egal, offen sein, ne, für Neues. Wir fahren jetzt ein bisschen Street, gucken, wie das so läuft und schauen uns vielleicht später noch einen Trail an, der noch gar kein Trail ist. Also bleibt dran, bis gleich. So Leute, viel zu warm angezogen hier. Ich muss mich jetzt erstmal entkleiden. Ja, wir haben noch nicht so viel gefunden, außer ein paar Treppen. Aber wenn wir nichts anderes finden, dann fahren wir halt die Treppen. Kannst Bunny Hop, ja, ne? Dann machen wir irgendeine Bunny Hop Challenge oder so, keine Ahnung. Ich kann nämlich nicht so gut Bunny Hop. Hat dann gesagt, boah, schneit das direkt am gleichen Tag. So Leute, wir sind am Krankenhaus. Direkt an der richtigen Adresse. Nee, hoffentlich nicht. Paar Treppen gefahren. War jetzt nicht so aufregend, muss ich sagen. Easy, obwohl ich das noch nie so, also so wie jetzt habe ich es noch nie gemacht. Aber desto schneller man die halt runterfährt, desto einfacher wird es eigentlich. Ja, jetzt gucken wir uns mal hier um. Hier ist halt Wiese, Wiese und dann mal gucken. Ich denke mal, wir fahren auf jeden Fall noch ein paar Trails. Ja, ja, voll. Das ist ja Asphalt hier. Da ist ja so ein Absprung-Ding gefunden. Und wieder will dann Bunny Hop reinmachen. Ist halt kein richtiger Absprung. Und dann ist direkt daneben dieses Holzspielzeug. Eigentlich nicht so geil. Aber okay, er gibt Gas. Ich glaube, es war cool. Er hat auch übel Speed gehabt. Ich glaube, ich brauche auch ein bisschen mehr Speed. Warte, ich komme runter. Ich hätte das safe gar nicht so viel Speed, ey. Ja, ich habe mich nicht richtig getraut, Alter. Verpiss dich mit Affe, ich fahre bergab. Ah, nein. Oh, der Bilal ist schon heiß. Wir sind jetzt hier an den Home Trails angelangt. Fahren jetzt hier ein paar entspannte Runden, bis die Sonne untergeht, würde ich sagen. Ja, eigentlich kann ich euch das ja mal aus noch Bilals Perspektive zeigen, wenn er Bock hat. Klar, gerne. Dann blende ich euch mal ein paar Aufnahmen auch von Bilo ein, weil ich mich kennt er ja, wie ich hier runterfahre. So, dann let's go. Thank you.
ja, genau. Also wir fahren mal langsam und gucken mal, wo man was machen könnte. So. Das ist halt alles noch technisch so hier, ne? Ja, voll. Nein, so würde ich sagen. Ja, hier an dem Baum vorbei. Hier einen schönen Anlieger rein. Zack, zack, zack. Hier einen schönen Sprung. Und hier kann man jetzt alles Mögliche machen, ne? Aber was soll ich machen? Aber doch, manchmal macht das sogar mir Spaß, wenn ich den Berg hochfahre. Ja, weil du Ausdauer hast wie so ein Pferd. Einfach so viel Energie. So Leute, geschafft, zurück zu Hause. Ja, dieses Street-Ding, ich weiß nicht, ich glaube, dafür kann ich einfach nicht gut genug fahren, deswegen macht mir das nicht so Spaß. Ja, aber nichtsdestotrotz waren wir draußen, waren viel Uphill fahren, haben eine Tour gemacht, ein paar Trails, besser als gar nicht fahren. Und ja, momentan bin ich einfach happy, immer wenn ich es schaffe, irgendwie kurz fahren zu gehen, weil einfach die Zeit so knapp ist. Dann, ihr kennt das selber, es ist super früh dunkel und einfach anstrengend, deswegen, naja. Abonnieren nicht vergessen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Schaut gerne mal bei Bilo auf Instagram vorbei. Und er hat auch vor, einen YouTube-Kanal zu gründen. Dann behalte ich das schon mal im Hinterkopf. Aber auf Instagram könnt ihr auf alle Fälle schon mal reinfolgen. Bis dann, macht's gut, Leute. Ciao, ciao.